Musikalische Darbietungen des bekannten zweisprachigen Kärntner Chors Heimatklang Bach in der Stiftskirche St. Lambrecht rückte mit den Urklängen der Heidenmesse das Thema Pilgern und die Verbindung dazu in den Mittelpunkt. Der Chor Heimatklang Bach unter der Leitung von Professor Sigi Hoffmann gestaltete die Messe. Dieselbe Heidenmesse wurde zwei Tage später am 15. August 2023 in der Stiftskirche St. Paul abgehalten. Nach einer Agape im Stiftsgarten gaben die Musikerinnen und Musiker noch einige Darbietungen zum Besten. Unter dem Mantel des Christentums geht es um die Pilgerwege im Generellen und die Verbindung zu St. Lambrecht und St. Paul. Es gibt ein riesengroßes Netzwerk. Der berühmteste Weg ist natürlich der Jakobsweg, der alle Ströme nach Santiago führt. Aber es gibt mittlerweile andere große Wege und da ist vor allem die Romea Strata in Italien sehr verbreitet, die nach Rom führen. Das ist der zweitwichtigste Pilgerort nach Jerusalem und Santiago. Das sind die drei großen Pilgerorte in Europa. Und es gibt wirklich Querverbindungen. Und wir sind dabei, diese Romea Strata wirklich auf dem Mariazeller Gründerweg einzurichten, beziehungsweise es ist im Internet das schon verankert. Wir haben das schon so weit vorbereitet, dass das alles geht. Aber wir arbeiten weiter an einem Konzept. Die Heidenmesse, gibt es da eine Verbindung zu Pilgern oder ist da durch den Texten heraus, kann man sich da was herausfiltern? Also ich glaube, dass die Heidenmesse einfach durch ihre Volkstümlichkeit, die ja Land auf, Land ab auch im Volksgesang gesungen wird, sicher beim einen oder anderen Wallfahrtsort erklingt, also bei uns in Kärnten ist es zumindest so. Und auch wenn man die Texte sich anhört, also da sind sehr flehende, sehr bittende, zum Schluss auch löbliche Texte. Also da kann man so einen Pilgerweg fast nachvollziehen. Also es ist manchmal wahrscheinlich steil, auch im Leben. Und zum Schluss geht es jubilierend zu Ende, wenn man ankommt, dann am Ziel. St. Lambrecht darf zweifelsohne als wichtige Pilgerdrehscheibe bezeichnet werden. Pilgern ist eine uralte Tradition und gibt es in verschiedenen Religionen. Aber im Christentum natürlich hat es seinen Beginn genommen zu den ersten heiligen Städten. Das heißt Jerusalem, Bethlehem, später dann auch noch Rom, wo die ersten Apostel auch begraben worden sind, zu den Gräbern der Heiligen. Und dann natürlich weiter hinaus. Und bei uns in der Steiermark natürlich ist Mariazell ein großes Pilgerzentrum, das uns Benediktinern von St. Lambrecht anvertraut ist und wo seit bald 900 Jahren auch Menschen aus verschiedenen Regionen und durchaus auch über die Grenze hin pilgern, weil sie wissen, das ist ein Gnadenort, weil sie dort ihre Bitten, ihre Sorgen abladen können, weil sie auch aufdanken können und weil sie da auch was mitnehmen können, wieder als Stärkung für ihren Lebensweg. Die Sinnhaftigkeit des Pilgerns ist in Zeiten des stressigen, digital dominierten Berufsalltags mehr und mehr gegeben. Was passiert eigentlich beim Pilgern mit den Menschen? Sehr viel, sehr, sehr viel. Es ist Entschleunigung, es ist das Wahrnehmen mit allen Sinnen, wie der Mensch geboren ist. Es rauscht nichts vorbei. Man kann es wirklich also so wahrnehmen, wie es der Mensch geboren ist. Man hat Naturerlebnisse, man hat Gottesbegegnungen. Das habe ich persönlich schon mehrmals erlebt. Und man geht gestärkt wieder in den Alltag fürs Leben weiter. Und Pilgern ist etwas, was in Zukunft, glaube ich, verstärkt werden wird. Es ist nämlich der Zurück zur Natur, den Weg finden, sich der Natur ein bisschen ausliefern, mit der Natur neue Ziele zu erkunden, die ausgestreckte Hand der Schöpfung entgegenzunehmen. All das sind Dinge, die wir hier im Pilgern, aber nicht nur Pilgern, sondern auch unsere Wetterkreuze, Materln. Und das wollen wir alles wirklich alles sozusagen aufglauben, beschreiben und auch unseren Gästen, aber auch unserer einheimischen Bevölkerung näher bringen. Pilgern liegt im Trend, auch in der Erlebnisregion Murau. Mit dem Entwurf einer neuen Pilgerbroschüre hat man bereits begonnen.
Wir sind ein kleiner Knotenpunkt in unserer Erlebnisregion Murau, wo eben viele Pilgerwege durchführen oder den Ausgang da nehmen. Und da hat der Tourismusverband die Initiative ergriffen, eine Broschüre, und das ist eine kleine Vorbroschüre, zu erstellen, die durchaus, und das ist immer für beides, für die Einheimischen gedacht ist, aber eben auch für Gäste. Weil die Gäste, da fragen die meisten Sachen natürlich auch von den Einheimischen, und Gastgeber sind wir letztlich ja alle in unserer Region für die Leute, die zu uns kommen. Und da ist gut, wenn man das auch selber weiß, was es bei uns gibt. Die Pilgerwege sind fertig. Wir sind auf einem guten Weg, dass wir die Materln, die Fußwallfahrten und alles, was hier angeboten wird, so weit hineinzubringen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine Unmenge, was unser Bezirk in dieser hervorragenden Sache zu liefern hat. Und vor allem, wir haben uns den Winter zum Ziel genommen, heute als Auftaktveranstaltung das fertigzustellen, und werden das im Frühjahr dann mit einer Pressekonferenz allen Einheimischen, der Bevölkerung und auch den Gästen zugänglich machen. Pilgern in der Erlebnisregion Murau. Bald schon für alle in der neuen Broschüre auf den Punkt gebracht.